Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Rein sprachlich gesehen ist der Mut männlich, der Mut. Aber es gibt ganz viele weibliche Synonyme. Denken Sie an die Tapferkeit, die Entschlossenheit, die Furchtlosigkeit, die Courage, die Beherztheit. Und mit Bravour treten meine heutigen Gäste den Beweis an, dass Mut weiblich ist. Die national und international bekannte Bühnenlegende Topsy Küppers, schön, dass sie da ist. Die renommierte Psychoanalytikerin Erica Freeman, die Vertraute vieler Hollywood-Größen war, wie zum Beispiel Marilyn Monroe oder Marlon Brando. Mari Lang spielt in ihrem Podcast mit Rollenklischees und lässt ihre männlichen Interviewpartner spüren, womit Frauen heutzutage oft konfrontiert werden oder immer noch. Krisen- und Kriegsreporterin Petra Ramsauer, die jahrzehntelang von den gefährlichsten Orten der Welt berichtete. Nora Sommer, Stuntfrau, Stuntwoman, die schon an der Seite von Tom Cruise drehte. Und Schlagersängerin Tina Anders, die sich in keine Schublade stecken lassen möchte. Und im Studio begrüße ich weitere Gäste. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen noch einmal an alle. Ich würde gerne so eine kleine Eröffnungsrunde machen, und zwar mit der Frage, ob Mut erlernbar ist. Und vor allem, kann jeder mutig sein, Nora? Ja, also definitiv ja. Mut ist erlernbar, meiner Meinung nach. Dazu bedarf es einfach einer Entscheidung. Eine Entscheidung, irgendwie sich Grenzen anzunähern und sie dann ein bisschen zu übersteigen oder zu überspringen. Und einfach sich ein bisschen was zu trauen, bedeutet auch, etwas anders zu machen als bisher. Und das einfach auszuprobieren. Und du hattest noch nie ein komisches Gefühl, Angst, wenn du dich da irgendwo rund... Schon. Natürlich. Ich habe zum Beispiel Angst vor Luftballonen, wenn die knallen. Nein, aber prinzipiell Angst. Mut bedeutet ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, Dinge zu tun trotz Angst. Ich glaube, das ist etwas, was Petra unterschreiben kann, gell? Ja, natürlich. Ja. Das ist auch ein bisschen den anderen Umgang mit der Angst finden. Also Angst und Mut schließen sich definitiv nicht aus, finde ich, sondern die Frage ist, wie gehe ich eben mit dieser Angst um? Lasse ich mich da abhalten und vor allem nutze ich auch die Angst, um mich ein bisschen anzuleiten, damit eben nichts passiert, weil Angst ist ja auch ein ganz zentrales Überlebensgefühl. Was war denn das Mutigste, Erica, was du in deinem Leben gemacht hast? Ich weiß nicht, aber man sagt mir, dass ich den Mut, den ich gehabt habe, war, nach Amerika zu fahren, allein, weil meine Mutti war mit dem jüdischen Underground. Und da war ich, musste zuerst nach Holland fahren, auf das Schiff warten. Und ich war das einzige Kind in dem Waggon. Und wir kommen in Amsterdam an und da holen uns ein paar Holländer ab. Und da schaut einer mich an und sagt zum anderen Holländer, so jung und schon jüdisch. Eine Reise zu machen oder zumindest auszuwandern oder zu flüchten, wie in deinem Fall, das ist das eine. Aber mit 12 Jahren das zu machen, aber du allein weißt ja nicht, dass du Mut hast, wenn du Mut hast. Du tust es ganz einfach. Der Mut wird dir von jemand anderem zugemutet. Sag, schau, wie mutig das ist. Du tust, was du tun musst oder tun sollst oder willst oder darfst oder vielleicht nicht darfst. Ich möchte da noch konkret auf deine Geschichte, auf deine persönliche eingehen, vor allem eben nicht nur auf die Flucht, sondern überhaupt den ganzen Werdegang nach der ersten kurzen Runde. Liebe Frau Küppers, was war das Mutigste, was Sie gemacht haben in Ihrem Leben? Liebe Frau Gehalich, das kann, weiß ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht mutig. Na geh. Nein, mir fällt das immer hinterher ein. Aha. Wärst du nur mutig gewesen? Und ich habe Situationen erlebt, wo ich mich also wirklich selbst aus dem Sumpf herausgezogen habe. Sie haben als eine der ersten Frauen in Wien ein Theater aufgebaut und lange geleitet. War nicht das etwas Mutiges? Barbara, das war so, dass es gab ja nur männliche Theaterdirektoren. Also wurde ich zur Direktorensitzung eingeladen als einzige Frau. Dann haben sie mich schon so angeguckt die ganze Zeit. Ich habe geschwiegen. Und dann wurde ich gebeten, etwas zu sagen. Da habe ich gesagt, ich fände es doch wunderschön, wenn sich alle Kleinbühnendirektoren zusammentäten und sich absprechen, dass nicht alle am selben Tag eine Premiere machen, weil das für das Publikum erst interessant ist. Schweigen war dann.
nicht? Und dann kommt so ein alter Kacker und sagt, Sie stören unsere Kreise. Und da war ich nicht mutig. Da bin ich da gesessen, ich hätte aufstehen müssen und sagen, was erlauben Sie sich überhaupt? Wer sind Sie denn? Das habe ich alles gesagt, als ich allein war. Aber das, entschuldige, ist genau etwas, Mari, was Männer sagen würden, oder? Ich weiß es nicht. Im Grunde, wenn wir jetzt hier sitzen und reden und sagen, boah, es ist so weiblich mutig zu sein oder wow, auch als Frau kann man mutig sein, dann reproduzieren wir ja im Endeffekt wieder diese Klischees und die Stereotypen, die wir alle im Kopf haben, nämlich die Vorstellung, ein Mann stellt sich hin und sagt dann, wie im Fall von Frau Küppers, das geht so nicht und das lasse ich mir nicht bieten, ja. Eine Frau nicht. Aber ist das jetzt typisch weiblich oder ist es typisch männlich oder war Frau Küppers in dem Moment halt einfach noch nicht so weit? So würde ich es halt eher sehen. Ja, ich war so arm. Und das Spannende, was ich an dem Thema auch finde, ist, dass man auch an den Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, sieht, wie individuell Mut eigentlich ist. Also bei dir ist es so, du springst irgendwo wild runter mit Tom Cruise, weil du das Double von irgendeiner tollen Schauspielerin bist. Und mir würde der Atem stocken, ich würde mir das nie im Leben trauen. Und für andere wie mich zum Beispiel war es wahnsinnig mutig, Mutter zu werden. Mhm. Da würde jemand anderer vielleicht sagen, ach bitte, das ist doch, was macht doch eh jeder. Das stimmt, das habe ich mir nämlich gedacht, weil Mutter zu sein, ja sicher, aber dass man sagt immer, das ist das Schönste auf der Welt. Klar, immer, ja. Muss man mutig. Aber ich möchte nochmal zurückkommen, diese Sache mit dieser Gender-Geschichte und auch mit den Fragen, mit deinem Podcast. Es gibt einfach Fragen, die stellt man einem Mann nicht. Wie beispielsweise, haben Sie noch vor, Kinder zu bekommen? Das darf man ja gar nicht fragen, aber tut man trotzdem versteckt. Also ich bestimmt nicht mehr. Ich auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Und du machst das ja und stellst den Männern die Fragen, die man sonst den Frauen stellt. Und da finde ich dann schon, also vielleicht, weil du in einer Generation, Mari, aufgewachsen bist, wo Frauen sich schon mehr trauen. Aber Frau Küppers war damals in einer Generation, wo das unüblich war, dass Frauen sich hinstellen und ihre Meinung kundtun, in Wirklichkeit. Das hat langsam erst begonnen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es hat sich nicht viel geändert, Barbara. Es ist heute noch so in den Ministerien oder in der Diplomatie. Mhm. Ich reise ja sehr viel mit meinen Stücken auch im Ausland herum, auf Einladung der Botschaften und ich sehe in allen Botschaften, dass die Männer immer... Ist das, Erika, in den USA anders mit der Emanzipation? Wir haben was angefangen in Amerika mit Betty Friedan und Feminine Mystique, weil es war ja immer da, aber wir waren immer im Hintergrund. Zuerst kam der Mann, einmal hat man mir gesagt, warum gibt es keine Genius-Frauen, nur Männer? Mhm. Sag ich, weil wenn wir Frauen unterstützen die Männer, Genius zu werden. Und was mit uns übrig bleibt, damit ist nicht genug oder manchmal doch auch ein Genius. Wenn sie uns unterstützen würden, wie wir sie, werden wir viel mehr Genius-Frauen haben. Das heißt, die Frauen machen 10.000 Dinge gleichzeitig und der Mann kann sich entfalten sozusagen. Yes, und die Frau meint, das ist ihre Pflicht. Nicht einmal Pflicht, das ist so selbstverständlich. Ja. Sie fragt ja nicht einmal. Sie weiß ja nicht einmal, das ist Pflicht und Mut und Generosity, großzügig. Genau. Wir sind alle sehr großzügig, wissen es aber nicht. Mhm. Und wir sind die Genies, wissen es aber nicht. Weil wir erzählen es ihm. Er sagt es nicht zu uns zurück. Vor allem gibt es gerade Tina in der Schlagerszene, in dieser Branche, dass man sich outet und sagt, ich stehe dazu, eine Frau zu lieben und mache trotzdem Schlager, das ist sehr ungewöhnlich. Du hast dich aber getraut, nicht? Ich habe mich getraut, schon vor vielen Jahren. Ich würde es immer wieder tun, muss ich gleich dazu sagen. Dadurch lebe ich freier, aber es ist wirklich sehr untypisch, speziell im Schlager-Metier, weil es trotzdem noch irgendwie so eine konservative Materie nach wie vor ist. Und Schlager, verkauft die heile Welt, richtig. Familie, genau. Glück, genau. Heiraten. Also, ne? Was der ja Schwiegersohn auch von nebenan. Also man will einfach Dinge nicht sehen, die vielleicht auch heute noch nicht ganz so offen sind, wie sie sein sollten eigentlich im 2021, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin wirklich sehr, sehr mutig, dass ich diesen Weg gegangen bin und natürlich auch weitergehe. Da hat es einige Geschichten auch in der Vergangenheit gegeben,
auch positiv und negativ. Und was war negativ? Also negativ war es so, dass ich in Bayern einen Auftritt hatte und nur weil der Veranstalter dann erfahren hat, im Nachhinein erst, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, habe ich keinen Nachfolgeauftrag gekriegt. Also er hat dann ganz definitiv, das hat er uns auch spüren lassen und hat gesagt, na, mit sowas wie ihr, da will er sich nicht anpatzen, also musikalisch super, das passt. Es wurde auch gesprochen darüber, dass wir mehrmals dort auftreten, aber der hat das irgendwie Wind bekommen, obwohl wir das nicht gesagt haben. Und das geht dann immer so durch die Hintertür. Mhm. Und das war natürlich dann, ich habe mich sehr geärgert damals, muss ich ehrlich sagen, weil man gedacht hat, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ja, aber mittlerweile stehe ich drüber und ich finde auch, Mut ist irgendwo auch, wie die Damen heute schon gesagt haben, auch eine gewisse Art, Entscheidungen zu treffen und zu den Entscheidungen zu stehen. Also, und ich habe die Entscheidung getroffen, ich stehe dazu, wie ich bin. Ich bin geoutet in meinem gesamten Umfeld, familiär, in der Musikwelt, überall. Also mich kennen alle so, wie ich bin, mit meiner Frau. Und was anderes würde ich auch heute nicht mehr zulassen. Früher, muss ich ganz ehrlich sagen, war es noch anders. Da ist man neu im Metier und fängt an, also die ersten Schritte, speziell im Schlager. Man will ja wer werden und man will ja quasi, dass sich irgendwo gewisse Türen öffnen oder die sogenannten Manager einen begleiten. Na, aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Vom Schlager zu wechseln ins literarische Chanson. Ja. Das kann ich Ihnen, Stapel von wunderbaren Frauen zu Frauenlieder. Meine Freundin hatte plötzlich keine Freunde mehr, denn sie hat mich gefunden. Und wunderbare Sachen, aber wirklich nicht nur von Kästner, Mehring. Aber das hat leider in Österreich einen ganz geringen Stellenwert. Das habe ich schon. Also die große Kohle können Sie nicht damit machen. Glaubst du, dass viele schwule Männer sozusagen nicht dazu stehen, gerade in dieser Branche, und so tun, als wären sie, also die auch Beziehungen zu Frauen haben, gar nicht nur in der Schlagerbranche, auch in anderen Branchen, weil man das halt nicht darf, das Gesellschaft nicht gerne sieht. Das Lustige ist ja, es sind nicht nur Männer oder schwule Männer, es sind ja auch sehr viele Frauen, die man kennt oder wo gemunkelt wird, dass es so ist. Aber viele haben eben nicht den Mut, so zu dem zu stehen, wie ich das tue, weil einem wirklich, und das habe ich eben selber erfahren, gewisse Türen auch zugemacht werden und nicht immer nur geöffnet werden, weil sie sagen, boah, das können wir jetzt aber da nicht brauchen, die mag sympathisch sein, aber na, das können wir da nicht so gut verkaufen. Also, und da sehe ich drüber hinweg. Und auch in Österreich gibt es wirklich viel mehr, als wir glauben, aber die trauen sich das auch heute noch nicht. Und das ist, warum ich auch heute hier bin, unter anderem, um den Menschen eine Stimme zu geben. Und zu sagen, traut euch, vielleicht, weil die Gesellschaft vielleicht doch schon weiter ist, dass man genau gewisse Dinge mehr akzeptiert als vielleicht vor, 50 Jahren. In Berlin hatten wir einen schwulen Bürgermeister, einen fabelhaften Kerl. Er sollte Vorbild sein. Das ist nicht nach Österreich gedrungen. Genau. Ja. Aber 1971 wurde erst Homosexualität eben nicht mehr unter Strafe gestellt. Das ist ja auch doch... Das ist ja absurd. Ja, absurd. Absurd. Kommen wir noch kurz zu dieser mutigsten Entscheidung, Petra. Also ich habe euch ja sozusagen studiert, die letzten Tage. Ihr habt alle mitunter auch Bücher geschrieben, auch du natürlich. Du warst viele Jahre eben Kriegsreporterin. Jetzt, wenn ich dich jetzt so anschaue, denke ich mir, wow, Frau, nicht? Nein, ich habe zuerst schon Gelegenheit gehabt, mit der Nora ein bisschen drüber zu reden, wie das ist als Frau. Und tatsächlich ist es, sie hat mich gefragt, ob viele Frauen eigentlich in der Kriegsreportage sind. Und tatsächlich ist es so, weil es einfach sicherer ist. Also ich weiß, gerade im Nahen Osten, als Frau habe ich unglaublich viele Vorteile. Jetzt einmal von der Sicherheit her. Ich ziehe einen Hijab an, ich setze mir Sonnenbrillen auf und habe einen langen Mantel an und verschwinde in der Menschenmasse. Weil unser größtes Problem als Reporter und Reporterinnen derzeit ist die Entführungsgefahr, vor allem durch Terrorgruppen. Männer tun sich da wesentlich schwerer. Also ein 1,80, 1,85-jähriger blonder Kerl, ja, den sieht man auf 2-3 Kilometer. Und dann hat es inhaltlich auch große Vorteile, weil die Geschichten, die uns interessieren, die uns bewegen, ich sage einmal, die Jesidinnen im Irak, Frauen, Kinder, Flüchtlingsschicksale, Giftgasangriffe, auch zum Beispiel jetzt in Afghanistan, wo ich viel war, Frage, wie geht es da den Frauen und der Taliban? Und da gibt es ja zum Beispiel Frauen, die werden ins Gefängnis gesteckt, weil sie wegen Ehebruch, da gibt es ganz erschütternde Dinge auch jetzt noch. Und das kann ich als Frau leichter, deutlich leichter machen als ein Mann,
Männer akzeptieren mich auch. Das ist jetzt irgendwie akzeptiert, dass es weibliche Reporterinnen gibt. Das heißt, ich habe einen 360-Grad-Radius, den ich bedienen kann, sicherer als ein Mann. Also das heißt, für mich war es das schon, gab es da große Vorteile. Das heißt, die größten Gefahren waren, entführt zu werden? Ja. Was noch? Nun, ich habe zum Beispiel Bombenanschläge schon, aber das ist ja, wie gesagt, leider auch nicht mehr auf bestimmte Regionen reduziert. Ich bin ja eigentlich als Politikwissenschaftlerin auf den Terror spezialisiert und habe da auch hier in Europa viel dazu berichtet. Aber jetzt dann zuletzt zum Beispiel aus Aleppo, also aus Gebieten in der syrischen Oppositionsgebiete, die bombardiert wurden. Das ist schon gefährlich, weil da ja, und da teile ich ja dann das Schicksal der Zivilbevölkerung, dass man nicht weiß, wann, wo eine Bombe einschlägt und dann es auch keine Rettungskräfte gibt, ganz schlecht ausgestattete Spitäler. Aber da muss man schon wahrscheinlich eine sehr dicke Haut haben oder einen Panzer, dass man da nicht, ich meine, du siehst ja so viel, das sieht man ja so viel, das kriegt man ja nicht mehr aus dem Kopf. Doch schon, ich denke, der Panzer wäre störend, weil ich ja diese Gefühle beschreiben muss. Ich erinnere mich, ich habe auch ein Buch über Hunger geschrieben, da gab es einen Moment in Afrika, in einem Hungergebiet, da hat es mich wirklich, da hat es mich kaum ausgehalten, da bin ich so gesessen wie jetzt, die Hände so am Bauch, und ich habe gespürt, mein Geld, so 3000 Euro, das habe ich immer ganz dicht am Körper. Und neben mir saß eine Frau mit 3 Kindern, die am Verhungern waren. Und ich dachte mir, dass eigentlich das Logischste auf dieser Welt wäre, ich gebe ihr jetzt diese 3000 Euro. Natürlich tut man es nicht. Das ist das Erste, was man lernt als Journalist am Boden. Dass jetzt, ich bin kein Helfer, ich darf das nicht beginnen. Das hängt mir, so kleine Szenen wie diese hängen mir lang nach. Und gab es auch positive Erlebnisse? Natürlich. Also für mich war das Schönste, im Irak einen Fahrer, mit dem ich über 15 Jahre unterwegs war, kannte dann auch die Familie gut. Zum Teil mussten mich die auch verstecken, weil es eben die Entführungsgefahr so groß ist. Und die Tochter war 5, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Jetzt studiert sie Medizin und musste nicht heiraten, wurde nicht in Richtung heiraten geschubst, auch von der Familie. Und da hat mir die Familie gesagt, das war, weil sie dich als Vorbild gesehen hat. Schön. Dass es einfach möglich ist, dass man als Frau seine ganz eigenen Dinge aus Europa nach dem Irak eben oft reist. Weil du jetzt eben erzählt hast auch von diesen Kriegsgebieten und das hat mich jetzt geführt zu Erika, weil jetzt ja auch so viele Menschen unterwegs sind und flüchten und auch Kinder mitunter zu uns kommen, die alleine sich auf den Weg gemacht haben. Erika, du hast ja damals auch, deine Mama hat dich in den Zug gesteckt nach Rotterdam. Wie war das dann? Du warst alleine im Abteil mit 12 Jahren. Da ist man zwar schon keine 6 mehr, aber man ist auch noch nicht erwachsen. Wie bist du auf dieses Schiff gekommen? Was hast du? Ich war so wie ein Erwachsener, ohne Zettel. Mhm. Und in Rotterdam hast du dann... Da war dieser Waggon mit 10 Juden, glaube ich. Und da waren wir eine Woche dort, haben aufs Schiff gewartet, weil das Visum war nicht derselben Zeit wie das Schiff. Und bin ich am Schiff gefahren und das war die Holland-America-Line. Und glücklicherweise war es eine Klasse Schiff. Das heißt, man könnte überall herumgehen und rumspazieren. Und es war sehr nett und niemand hat auf mich aufgepasst und niemand hat Achtung gegeben. Das heißt, herrlich, man tut, was man tut. Und ich habe jemanden doch gekannt. Meine Mutter hat mich jemand vorgestellt. Eine Dame und ihre ältere Tochter. Für mich war jeder alt damals. In derselben Kabine. Aber für sie war ich so eine Art Belastung. Na klar, da hat sich jeder um sich selber wahrscheinlich. Man hat das Gefühl, wenn du weißt ja, man schaut dich an und du spürst, geh weg, sag's nicht. Aber der Körper sagt, das ist viel mehr Gespräch. Und dann bist du sozusagen auf dieses Schiff, da warst du am Schiff und bist dann in New York angekommen. In New York, als 12-Jährige. Und dann? Und meine Verwandten sind angekommen, haben mich nicht gemocht. Und dann bin ich auf eine Schule gegangen und die Dame, die mich empfangen hat, hat gesagt, wir dachten, dass du ein Discipline Problem bist. Sag ich, was heißt das? Sagt sie, die haben gesagt, du bist nicht gehorchsam. Dachte ich, und sie sagt, du bist aber ja gehorchsam, tust ja alles. Sag ich, ich glaube, ich verstehe, was sie meint. Die waren in einer anderen Klasse, das ist sehr interessant. Ich komme von einer Intellectual-Klasse und die waren sehr nett, das sind Arbeiter gewesen und haben immer gesagt, geh auf die Straße und spiel.
1940 ein gut erzogenes Mädchen auf der Straße mit den Lausbuben, ja, um Gottes Willen. Mhm. Und ich war immer an der Ecke, habe immer gelesen. Mhm. Habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, ich war nicht gehorchsam. Mhm. Aber ich habe davon gelernt, jemals jeden zu fragen, wenn jemand mir sagt, das Kind ist nicht gehorchsam, ist die Frage, was ist das, dass das Kind nicht gehorchsam ist? Weil ich war nicht gehorchsam, ich wollte nicht auf der Straße spielen, ich wollte lieber lesen. Mhm. Und man hört schon raus, du hattest deinen eigenen intellektuellen Kopf, du hast es, obwohl diese Wärme der Familie gefehlt hat und du dann in dieser Schule, in diesem Waisenhaus, Internat oder was auch immer das war, warst, du hast es geschafft und hast Psychologie studiert und bist heute eine der renommiertesten Psychoanalytikerinnen des amerikanischen Raums und ja auch in Wien, da praktizierst du ja auch, immer noch. Ja, also... Ja, jetzt weiß ich mehr als früher. Warum soll ich aufhören? Na klar. Naja, aber es gibt viele Menschen, die sagen, sie gehen in die Pension fertig. Nicht? Ja, ich bin schon wie dreimal 31. Ja, okay. Im Juli bin ich noch ein Jahr. Ja, genau. Aber das heißt, ich habe noch viel zu tun. Mhm. Ich verstehe mehr als vorher. Mhm. Und ich mag Menschen lieber und wenn nicht, dann liegt mir nichts dran. Erika, wie hast du es dann geschafft, sozusagen so bekannt zu werden, dass die wirklichen Größen Hollywoods bei dir ein- und ausgegangen sind? Du hast nie bestätigt, sie waren deine Patienten oder Patientinnen, aber... Nein, aber meine Freunde sind ja alle, zum Beispiel meine beste Freundin ist Liv Ullmann, mhm, a giant, yes? Ja, herrlich. Ja. Ich habe ein Masel gehabt. Erika, jetzt, also du hast deinen Weg gemacht. Du sagst, du hattest Masel, du hattest Glück, das war alles wunderbar. Aber es gab auch schwere Schicksalsschläge. Deine Mama, deine liebe Mutti, ist in Wien 1945, glaube ich, am letzten Bombenangriff gestorben. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Meine Mutti wollte Hebräisch lernen, wenn sie jung war. Das war 1900 irgendwie, weiß ich was. Es war aber nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen war. Hat aber trotzdem studiert. Und Graduation, mhm, war ein Schauspiel, okay. Josef und seine Brüder. Mhm. Und damals, wenn du das leisten konntest, hast du immer einen armen Schüler in deinem Haus gehabt, damit der Tora studieren kann, nicht arbeiten muss. Mhm. Nach dem Schauspiel geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt, Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus. Sagt der Rabbi, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel. Nein. Ach, das schön. Ist ja die Geschichte von Jentl. Ja, yes, und Singer hat das viele Jahre später geschrieben. Das heißt, das wurde ist die Geschichte von mit der Barbara Streisand. Ja, und das ist die Geschichte deiner Mama. Barbara zurückgeflogen hat sie gesagt, sie wird nicht mehr singen, weil sie will nur spielen. Singen macht sie nervös. Und damals habe ich noch nicht gewusst, dass sie meine Mutti spielen wird. Mein Gott. Deine Mama muss eine großartige, tapfere, mutige Frau gewesen sein. Yes. Und sie wurde eigentlich in der Kultusgemeinde steht geschrieben, dass sie in Opole gestorben ist. Ist aber nicht. Ja. Sie wurde deportiert, ist zurückgeschlichen. Genau, geflohen. Genau. Allein und niemals hat gewusst, unoffiziell, aber am letzten Bombenangriff ist sie doch gestorben. Mein Gott, no. Und du dachtest aber in Wirklichkeit, dein Vater sei auch tot. Yes, der war aber gar nicht tot. Mein Vater war offiziell tot, weil er war im Schattenkabinett von den Sozialdemokraten in der Tschechoslowakei, war Außenminister. Mhm. War sofort in der kleinen Festung in Theresienstadt, wo die Politiker waren. Ja. Und da hat man uns gesagt, dass der gestorben ist. Und schau, wie nett der liebe Herrgott ist. Yom Kippur. Mhm. Geht mein Onkel nicht im Tempel, spazieren Broadway. Aber genau, New York, ja? Ja, in New York. Ja. Und dann sieht er einen Mann, kann Mann laufen. Joji, was tust du da? Und mein Onkel sagt, was tust du da? Du bist doch tot. Sagt dann, nein, ich bin nicht tot. Das Kind ist tot. Sagt er, nein, das Kind ist nicht tot. Sie ist hier. Ist eine super und so Geschichte, habe ich meinen Vater getroffen. Wahnsinn. Wow. Schau, wie nett der liebe Herrgott ist. Yom Kippur, niemals ist im Tempel. Und Wahnsinn. Trotzdem macht er Wunder. Mein Gott, herrlicher Kerl. Also du hast ja auch, obwohl vieles passiert ist in deinem Leben, vieles Tragische auch, deinen Humor bewahrt. Deine große Liebe, dein erster Mann, ist relativ früh verstorben. 50 Jahre. Ich würde ihn gerne ermorden, dass er so zeitlich gestorben ist. Und er war eine Art Genie. Ja. Und vor zwei Wochen, bevor er gestorben ist, hat er seiner Mutter gesagt, sie hat es mir nachher erzählt, über mich macht ihr keine Sorgen. Ich habe das Leben von zwei Männern gelebt, habe alles getan, das ich wollte und nichts, das ich nicht wollte. Und das hat mir so das vom Herz
der Stein gefallen, weil jemand macht das möglich. Wir machen Sachen für Menschen möglich. Ich für meinen Mann, Künstler. Und für Frauen tun das die ganze Zeit. Und wir passen nicht einmal auf, dass wir es tun. Also, liebe Topsy, Sie haben ja auch in Ihrem Leben Ups and Downs gehabt. Auch in der Liebe, auch mit vielen Verlusten. Nicht nur das. Corona war für mich überhaupt das beste Jahr aller Zeiten. Ich war richtig glücklich in dieser Zeit. Allein, ohne Männer, ohne Freunde, ein gutes Buch geschrieben, mich amüsiert dabei. Nix wie Zorres. Nichts wie Zorres, ja. Aber das lustige Zorres natürlich. Ja. Ja. Und konnte in dem Buch auch einige Leute skizzieren. Genau. Es ist sehr amüsant und humorvoll geschrieben. Man lernt auch sehr viel dabei, vor allem vom jüdischen Leben, von der Witz, der Humor, die Ansichten. Weil die meisten Bücher, die jüdischen Bücher schreiben oder schreiben ab die alten Witze oder die alten Geschichten. Genau. Und da sind alles Leute drin, mit denen ich befreundet war oder die ich gut kannte oder von denen ich wusste, dass sie so waren, wie mein Schwiegervater zum Beispiel. Und ich glaube, dass, ja. Und da war auch niemand böse, dass er drinnen erwähnt wurde, nein? Bis jetzt noch nicht, aber bis jetzt werde ich gehätschelt und ich hätschle den Verlag, also hätschelt man einander und das ist okay. Beide Damen schauen großartig aus. Was macht ihr zwei, Topsy? Was machen Sie, um so fit zu bleiben? Da muss ich lachen, Barbara, weil der ORF hat mich ja jetzt durch die Landesstudios geschickt, um ein bisschen für mein Buch auch darüber zu erzählen. Und jede Moderatorin oder jeder Moderator hat mit dem Satz angefangen, wie machen Sie das? Ja, wie machen Sie das? Ja, das ist ja super spannend. Und vor allen Dingen in Eisenstadt, wir haben so gelacht, es war so schöne Gespräche und es war so lustig. Und dann habe ich gesagt, gar nichts. Ich mache nichts, außer dass ich mich auf den Kopf stelle. Also Handstand, Kopfstand. Kopfstand ist ein großer Unterschied, ein Yoga-Kopfstand. Und wenn man das macht, hat es zur Folge, dass die Augen gut durchblutet sind und die Ohren. Also das geht noch. Na und seit wann machen Sie das? Seit den 60er Jahren, als ich im Zürcher Schauspielhaus engagiert war, kam zum ersten Mal ein indischer Yogi nach Zürich. Das beschreiben Sie auch im Buch, gell? Also ein Traummann, ein Traumkörper, mein Gott. Und ich war so erkältet, ich konnte nur mit so sprechen. Ja. Und da sagt mir ein Kollege, geh mal zu Yesudian. Und der hat mir da den jungen Kopfstand gezeigt. Ich konnte abends auftreten, die Stimme war frei. Habe ich gedacht, da ist was dran. Na und wie macht man den? Also ist das den Kopf drehen, den Popo hoch. Und wenn der Popo hoch ist, die Beine langsam nachziehen und so stehen bleiben. Okay. 5, 7, 8 Minuten, wie man sich fühlt. Prinzipiell, glaube ich, ist einmal am Tag am Kopf stehen, ist eine gute Gesundheitsvorsorge. Machst du das auch? Ja, also ich mache es im Handstand meistens, weil das noch eine Kraftübung dazu ist. Aber Handstand mache ich schon sehr oft. Ja. Du, jetzt erzähl, wie war das Drehen mit Tom Cruise? Wie ist der so? Wahnsinnigen Dialog haben wir geführt. Er hat gesagt, hi guys, und wir haben hi zurück gesagt. Der Tom Cruise, das war jetzt gar nicht so spektakulär. Spektakulär. Ja. Wobei das Einzige, was ich schon gemerkt habe, die Amerikaner drehen viel schneller als wir in Österreich und Deutschland. Zeit ist Geld, ne? Genau, und das heißt, also der Stuntkoordinator von Amerika, der ist zu uns gekommen und hat gesagt, Vienna Stunt-Team, wenn ich sage Go, dann müsst ihr rennen. Das heißt, bei uns kommen die Leute und sagen, bitte fertig machen, Stunt ist jetzt dran, dann trinkt man Kaffee aus und geht einmal ans Set, wartet ein bisschen und dann geht's los. Dort haben wir einfach hinrennen müssen und schauen, okay, was müssen wir jetzt tun? Also da ist wirklich Zeit ist Geld und sehr professionell ist das abgerennt. Also. Und was hast du für eine Ausbildung? Also wie wird man Stuntfrau? Ausbildung habe ich in dem Sinn keine Stunt-Ausbildung. Also mein Vater hat eine Zirkusschule und da habe ich schon sehr viel Fallen gelernt und dann war ich Trampolinspringerin, also ich war leistungsmäßig Trampolinspringen und das heißt mit Höhe und Fallen und dann wurde ich dort entdeckt einfach und also sozusagen entdeckt. Wurde wem vorgestellt und der hat gesagt, ah super, du traust du dir die Stirn runterhauen und ich habe gesagt, ja sicher und seit 22 Jahren mache ich das jetzt und bin sozusagen
oft die Leiche der Nation, weil oft double ich irgendwelche Leichen. Man kann schon so fallen, dass man muss sich, glaube ich, einrollen. Ne? Nein, man darf sich auf keinen Fall einrollen, weil sonst bist du wie ein Gummiball. Also das heißt, du musst dir ausschauen, also zum Beispiel, da wird da eine Kopfsektflasche am Kopf erschlagen und du musst dann wie eine Leiche halt runterfallen. Das heißt, du musst dich ausstrecken, musst schauen, dass der Kopf nicht baumelt, dass du nicht den Kopf verreißt, aber du musst dich lang machen und schauen, dass du eben leichenmäßig ausschaust oder halt locker bleibst und nicht dich anspannst. Weil wenn du wie ein Gummiball... Ja, für einen Film, aber wenn es privat... Also wenn es privat... Musst du schon einrollen, oder? Kannst du machen. Ja. Prinzipiell ist dann von Vorteil, dass du Protektoren verwendest, einfach dich irgendwie schützt. Das ist beim Film manchmal schwierig, weil ich oft zum Beispiel Kostüme hatte wie ein Ballkleid. Da kannst du keine Protektoren verwenden, sonst sehen sie halt, dass das... Und machst du Kampfsport und sowas auch? Also mittlerweile, also ich habe schon Kampfszenen. Mein Mann ist Gott sei Dank Kampfsporttrainer, der kann mir da viel zeigen. Und für den Film ist es ausreichend. Ja. Okay. Mari, du bist ja auch sehr sportlich, ne? Also das und bist auch mit wie kommst du darauf? Du bist auch Sportmoderatorin, also du hast ja vielleicht und Kopfstand machst du auch hin und wieder, aber so Stuntwoman wäre nichts für dich wahrscheinlich. Das wäre nichts für mich. Auch wenn ich jetzt so diese Geschichten höre, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wie ich am Anfang gesagt habe, das Mutigste in meinem Leben war, Mutter zu werden, so ein okay, warum sitze ich jetzt eigentlich hier? Weil es ja so viele Lebensgeschichten gibt, wo jeder gleich sagt, auch was ich am Anfang schon gesagt habe, boah, Wahnsinn, Frau Kümmer, Wahnsinn, Petra, so. Ja. Und ich habe im Vorfeld der Sendung ein bisschen darüber nachgedacht, ja, was war so meine mutigste Entscheidung im Leben? Und es war wirklich das Kinderkriegen. Und aber auch, weil mich das dazu geführt hat, ich finde, das Mutigste, was man machen kann, ist, man selbst zu sein. Und bei jeder hier höre ich das heraus. Jede hier geht ihrer Leidenschaft nach. Jede ist, macht sich dadurch auch ein bisschen unabhängig von anderen, sticht heraus. Und im Grunde wollen wir ja alle immer nur gleich sein. Keiner will auffallen. Jeder möchte das angepasste, brave Mädchen sein. So. Na, ich will auffallen. Das ist doch der Job. Das wollte ich auch immer. Also. Ja, aber man hat es dadurch im Leben schon auch schwerer. Und das ist so, finde ich, die Diskrepanz. Das eine, man steht zu dem, wer man ist und was man sein will, eckt dadurch aber an, findet aber nur so zum richtigen Glück, habe ich das Gefühl. Also ich muss dazu sagen, ich bin genauso wie die Marie. Ich habe auch das, was sie sagt, kann ich 100% unterschreiben. Prinzipiell ist es wirklich die Authentizität, die es ausmacht. Also einfach seinen Weg zu gehen. Mhm. Und diese Mutterschaft ist für mich noch immer das Mutigste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Aber warum ist das? Ich bin auch Mutter, aber ich habe das nie so gesehen, dass das mutig ist. Weißt du, warum es mutig ist? Ja. Weil ich finde, es ist das Einzige im Leben, wo man nicht weiß, wie es sein wird. Wir versuchen uns immer auf alles vorzubereiten und sehr viele aber Dinge kann man einordnen. Spannend. Ja, schon, aber das Ungewisse macht doch immer ein bisschen Angst, oder? Aber Topsy, war das für Sie mutig, Mutter zu werden? Überhaupt nicht. Habe ich gar nicht dran gedacht an sowas. Vielleicht ist das etwas, was sich im Laufe der Zeit so entwickelt hat, dass die Frauen, die jungen Frauen, ja jung, von heute so denken, weil, ich verstehe das schon mit dem, du weißt nicht, was dich erwartet, aber weil die Gesellschaft eine andere ist. Ich erinnere mich, ich weiß das so von Geschichten meiner Mutter und meiner Großmutter, die Kinder sind früher mitgelaufen. Da hat man nicht so viel nachgedacht über was man wir hat doch ganz andere Sachen automatisch gemacht. Ja. Ein Engagement in Berlin, der Bub war 6 Wochen alt, gewickelt, damals gab es noch gar keine Pampers, das war schon wieder so eine Sache. Und auf der Autobahn, man fuhr natürlich im Auto durch die Ostzone. Ja. Angehalten, das Kind gewickelt, das Kind genährt und dann kommt die Ostpolizei und will einen einsperren, weil sie haben es überhaupt nicht begriffen. Nicht? Und das gehört schon Mut dazu sein. Ja. Fluss und aus, und ich fahre jetzt nach Berlin, ich drehe da abends auf und wird schon gehen. Also, und glaub, ist auch was aus dem Buben geworden. Eben, ist jetzt in Australien. Sie kennen ihn ja. Ja. Und auch Sandra Kreisler, ihre Tochter ist ja auch eine ganz wunderbare, eigentlich Kollegin, nicht? Weil sie viel auf Ö1 macht. Nora wollte was sagen. Es geht bei der Mutterschaft vielleicht darum, erstens habe ich dann Verantwortung für ein anderes Leben und zweitens will ich meiner Selbstentfaltung nicht aufgeben. Also ich will meines Leben und ich will trotzdem Kinder haben. Ja. Für mich war das auch eine Entscheidung. Also da musste natürlich der richtige Mann her und mein Mann und ich, wir sind ganz 50-50. Also da gibt es wirklich, da wird alles auch immer diskutiert, wer was und wie viel einbringt, auch Haushalt, Kinder.
und ist auch Teilzeit, weil ich trotzdem einfach meinen Weg weitergehen will und ich will auch meins Leben dürfen und deswegen und ist es auch so wichtig, Erika, der Feminismus, die Emanzipation. Warum ist es wichtig, sich immer noch für Gleichberechtigung einzusetzen? Es gibt nichts anderes. Du bist auf der Welt, um nützlich zu sein. Und wenn du ein Glück hast, kannst du die Welt sogar ein bisschen ändern. Vielleicht ein bisschen retten. Weil bei uns Juden sagt das Tikkun Olam, dass wir da sind, die Welt besser zu machen. Und solange du das tun kannst und nützlich sein kannst, es gibt nichts anderes. Da plötzlich sagt man, du bist berühmt. Was heißt berühmt? Berühmt, für das brauchst du kein Talent. Aber etwas zu leisten, etwas zu schaffen, das der Welt nützt. Und dass, wenn du weggehst, fehlst du der Welt, weil was du tust, wird noch gebraucht. Und man könnte dich noch brauchen. Ist es nicht ein bisschen so, Mari, dass eine Frau schon länger überlegt, du mit deinem Podcast, ne? Gott, wird das ein Erfolg, was mache ich, wenn nicht? Zweifeln wir ein bisschen mehr an uns? Ich habe nicht wirklich viel gezweifelt, sondern ich hatte das erste Mal in meinem Leben ganz stark diese Energie, ich muss das umsetzen, ich muss es tun. Also da war einfach so viel Kraft da. Keine Bedenken, dass das... Natürlich habe ich mir kurz vorher gedacht, um Gottes Willen, will ich das wirklich? Mhm. Weil man sich ja auch, also und Emanzipation, Feminismus, das sind alles immer noch Schlagwörter, wo es vielen die Nägel noch aufstellt. Also es wird sehr oft missverstanden und auch in eine Ecke gedrängt. Und dann habe ich schon lange nachgedacht. Will ich das, mich so in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ich bin Feministin, es ist wichtig, dass wir für Gleichberechtigung eintreten. Und jetzt sage ich, nachdem ich den Podcast seit fast einem Jahr mache und merke, wie viel Zuspruch ich bekomme von Männern sowie von Frauen, weil ich nämlich, mein Ansatz auch der war, ich möchte eben nicht versuchen, ein Gegeneinander zu schaffen, sondern zu sagen, es braucht Männer und Frauen, um diese Welt zu einer Gleichberechtigteren zu machen. Und was war der bislang spannendste oder lustigste oder liebste Interviewpartner? Ich mochte sie alle sehr gern. Also ich habe mittlerweile schon 20 Interviews geführt, querbeet durch, ob das ein Richard Lugner war. Also das war der älteste und sicher auch auf der unemanzipierteste, wenn man so möchte. Oder ein Ali Maloji oder Manuel Ruber, die jetzt alle so um die 40 sind, wo ich so das Gefühl habe, das ist auch eine Art neuer Mann, der sich da entwickelt, der auch auf der Suche ist nach, wie kann denn gleichberechtigte Partnerschaft und Elternschaft heute aussehen? Also Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Also da war wirklich in jedem Gespräch was dabei, wo ich gesagt habe, super, da kann man es noch weiter drehen. Und was sind das für Fragen, die du stellst? Naja, eigentlich ähnlich. Ich habe mich, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber die Frage an Topsy Küppers so quasi, wie schaffen sie es denn so toll auszusehen? Also das fängt bei diesen doch, finde ich, oberflächlichen Fragen an, weil mir immer wieder auffällt, dass bei Frauen das nach wie vor scheinbar so wichtig ist, dass sie eben gut aber ausschauen. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht jedes Lachen eine Zerreißprobe bei mir. Ja. Nein, es kann ja auch ein schönes, also es ist ja auch ein schönes Kompliment und wer bekommt nicht Komplimente, gut auszusehen, aber für manche ist es eben leicht und für andere nicht so leicht. Wie reagieren die Männer? Männer haben eigentlich gar kein großes Problem, weil ich so das Gefühl habe, Männer sind es nicht gewohnt, auf ihr Äußeres reduziert zu werden, sondern die dürfen zuerst einmal über ihre Expertise sprechen. Ja, genau. Und wenn das dann auch noch kommt, dann ist es eigentlich eine willkommene Abwechslung und auch sehr angenehm. Also so haben es die meisten empfunden. Aber natürlich rede ich dann auch mit ihnen über wirklich ernsthafte Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil Kinder in unserer Gesellschaft nach wie vor immer noch ein Frauenthema sind. Also es wird immer noch so getan, als gäbe es da halt den Vater, aber der hat mit dem Kind die ersten zwei Jahre sowieso... Also da gab es wirklich Interviewpartner, die mich gefragt haben, ach so, du bist jetzt Mutter von zwei Kindern. Kannst du mir wirklich bestätigen, das Kind braucht nicht die Mutter in den ersten zwei Jahren am wichtigsten? Und das mal aus den Köpfen zu kriegen und was Neues zu probieren und zu sagen, naja, schauen wir mal, ob die Mutter wirklich so wichtig ist, ob das Kind es nicht auch schafft. Aber stellst du dann dem Mann auch die Frage, haben Sie oder hast du Kinder? Und dann sagt er ja, und wie lange bist du zu Hause geblieben? Also ich stelle gar nicht die Frage, warst du in Karenz oder nicht, sondern ich setze mal voraus, es war eigentlich niemand von den 20 in Karenz. Sag Petra, bevor ich es vergesse, als du dich das erste Mal in ein Kriegsgebiet aufgemacht hast, was nimmt man da mit? Sehr, sehr ein schleichender Prozess. Also man geht ja nicht zum ersten Mal einen großen Krieg. Überleg gerade, es war ein Erdbeben in Kolumbien. Also war ich ein bisschen anders ausgerüstet. Ja, ich nehme Essen mit. Dann für mich ist ganz wichtig, das kam im Laufe der Zeit, Zugänge für die Venen, eigene, saubere, falls was passiert.
damit er zumindest, also die Lösungen, denke ich, sind gut verpackt, aber bei den Nadeln möchte ich genau sein. Ja, und Essen halt, habe ich schon erwähnt. Ja. Und dann doch einige Abstufungen von Schmerzmitteln, also von ganz leicht bis wirkliche Hämmer. Und dann auch natürlich Desinfektionstabletten für Wasser, weil Wasser braucht man am dringendsten. Und wenn es tatsächlich zu einem Problem kommt, die haben meistens 2-3 Brillen, ich bin schrecklich kurzsichtig. Und wie alt warst du bei deinem ersten Einsatz? 29. Also ich hatte schon eine ganz normale Journalistinnenkarriere beim ORF und dann beim Kurier und kurz beim Profil. Sehr früh begonnen mit 19. Und bin dann krank geworden, habe dann in Paris ein Postgraduate gemacht für internationale Reportagen und bin dann zurück. Dann habe ich sozusagen eine neue, zweite Karriere gestartet. Genau. Darf man sagen, welche Krankheit das war? Ja, das war ein Tumor in der Gebärmutter. Kann man sagen, wenn man so etwas überlebt, dass einen dann schwer etwas erschüttern kann? Ich glaube, was mir auf jeden Fall geblieben ist von dieser Krankheit, ist dieses Gefühl, dieses Leben ist wahnsinnig wertvoll. Und ich erinnere mich da in so kurz einen Moment, ich mal gedacht habe, wenn ich da jetzt in einem Stück davon komme, dann möchte ich wirklich noch was Tolles machen, genau, mit diesem Leben. Und das war eigentlich immer schon mein Wunsch, Auslandsreporterin zu werden. Mhm. Und wie es halt geht, dann kriegt man einen Job und der ist gemütlich gut bezahlt und auch nicht uninteressant. Und da wird es dann ein bisschen bequemer, das Leben. Mhm. Und dass diese Krankheit wurde dann zum Ruck für mich, der immer noch, so wie beim Erdbeben, die geht immer noch. Also ich führe mein Leben sehr offensiv und wenn es nicht mehr passt, so wie jetzt auch in der Krisenberichterstattung, ich mir gesagt habe, na, ich sehe mal jetzt eigentlich mit 50 und ich höre das dann sehr gern von Erika, dass sie noch immer mehr dazulernt, weil ich jetzt eben erst so im hohen Alter meine Ausbildung als Psychotherapeutin beginne. Und da, das war eben auch wieder auch für mich ein sehr mutiger Schritt, auch mit der Frage, was bleibt denn jetzt von meiner Identität übrig? Die Petra, die nicht mehr in den Krieg fährt, sondern ein ganz stinklangweilig zu Hause sitzt. Ja. War ein großes, mutiges Experiment, das mir unglaublich viel Freude macht mittlerweile. Weil so eine Erkrankung kennt ja auch die Topsy. Und Sie haben Ihren Krebs Ungustl genannt, gell? Ja. Der Ungustl, ja. Und das ist ein Bestseller in der dritten Auflage. Genau, der Ungustl. Weil in Deutschland kennt man das Wort nicht, Ungustl. Was ist denn das? Was macht sie denn da für Unjustl? Und dann lesen die, oh, das war ja die Krebserkrankung. Ja, ja. Und dann habe ich natürlich etwas Listiges gemacht. Das heißt nicht ich, sondern meine liebe Freundin, die Ingrid Kolmer. Kennen Sie vielleicht die wunderbare Katharin vom ORF? Die hat mich dann fotografiert mit dem Ungustl. Also nackt und hier. Ja. Das ist alles so. Das Beste, was man im Buch machen kann, ist ein Nacktfoto reingeben. Dann verkauft es sich super, ne? Weil ihr gesagt habt, also Petra, die eine Reise gemacht hat und natürlich bereitet man sich ein bisschen vor, aber oft ist es dann auch Learning by Doing. Die zweite war dann vielleicht schon anders. Möchte ich gerne die Reinhild hier mal kurz befragen, die auch immer sehr mutig war, sehr abenteuerlich war, großes Herz auch hat und immer noch abenteuerlich ist. Reinhild, du hast dir irgendwann einmal gedacht, ich muss was machen, ich muss helfen. Ja. So, das war im November. Ich war noch golfen, kriege einen Anruf. Hallo, Christine, Afrika, bitte kommst du noch zu uns hinunter? Ja. Da sage ich, was habt ihr? Ich bin hier. Dann habe ich einen Aufruf in Kärnten, in Oberkärnten. Wir brauchen dringend Maschinen. Nähmaschinen. Nähmaschinen. Ja. In kürzester Zeit haben wir über 30 Nähmaschinen, wirklich aus dem ganzen Bezirksspital, von Heiligenblut bis Milchstadt, überall herum, haben meine ganzen Freunde, irgendwo im Eck gestanden sind, ne? Ja, genau. Ja. Die mussten ja alle zum Treten sein, wir haben ja keinen Strom. Genau. Also haben wir dann meldet sich ein Malta da und sagt, du kannst mir alle Nähmaschinen nach Malta bringen, ich repariere sie dir, dass sie in Ordnung sind. Also alle verteilt hinein und am Retourweg kam das dann wieder im Juni nach Oberfelle in meine Garage. 31 Nähmaschinen, ein Unterkärntner Transporter hat uns das abgeholt, das ist also nach Hamburg und mit dem Container hinunter nach Tansania. Das heißt, Momella Nationalpark am Eingang. Ich bin dann im November runtergekommen, kann ich sagen. Es war ein Betonboden, Eisenpfosten, ein Blechdach oben und mit den Maisfeldern war dann rundherum die Wand abgenommen. Maschinen standen alle da, aber eben der Mut, ich habe zugesagt und habe nur kaum Englisch gekonnt. Das war also der Mut,
ohne die Sprache Sueli Englisch zu können, runter. Ja, aber da geht es ja eh eher um Zeigen. Ne? Genau. Das werde ich schon schaffen. Ja. Komme ich aus der Modebranche, das kriege ich schon hin. Mhm. Habe mir die wichtigsten Sachen rausgeschrieben. Was heißt Schere, Schneider, ja. Maßband, ja. all diese Sachen auf Sueli und auf ja. Englisch. Und so habe ich mich die ersten Jahre super durch. Aber dann war das Problem. Und Entschuldige, waren nur Mädchen oder waren Burschen auch dabei? Ja, ein Bursch. Ein Designer sozusagen. Und dieser besagte Designer, macht mal einen großen Sprung, der wurde voriges Jahr, vor 2 Jahren, Designer des Jahres aus Nordafrika. War mein erster Lehrling. Und ich war die Erste, die in eine Mädchenschule ins Leben gerufen hat. Jetzt mit 1. März habe ich das nächste Projekt wieder, das Sozialprojekt der Maasai-Mädchen, dass sie nach der Grundausbildung nicht nach Hause müssen, weil die würden ja jetzt verheiratet werden zwischen 13 und 14 Jahren. Mein Gott, no. Die Männer müssen ihren Schwiegervater sozusagen oder den Vater nun entweder 50 Ziegen oder 50 Schafe oder 50 Rinder als Brautzugabe kriegt er. Ja. So, die sind weine gekommen. Mama, wenn die, kann ich zu mir in meine nächste Schule kommen? Und das war für mich wichtig, meine Frauen auszubilden. Wir sind ins Land hinausgezogen, haben die Mädchen hereingeholt. Ja. Die haben alle jedes Mal, wenn ich unten war, haben sie ein Zertifikat erhalten, damit sie was in der Hand haben. Und dass es immer weitergeht. Erika, Erika, amerikanisch. Was macht das mit jemandem, wenn man hilft? Wie wichtig ist das für die Seele, fürs Herz, für die Entwicklung? Hilfreich zu sein macht dich gesund und macht dich gescheit und gibt dir einen Sinn für das Leben. Sollte jeder von uns ein Stück weit eine Psychotherapie machen? Schau, man muss ein bisschen mit Sugar sein, nicht verrückt zu werden. Erstens. Ja, genau. Zweitens kann es niemals schaden, mehr über sich selbst zu verstehen. Genau. Auch wenn dir nichts, zuerst hat, etwas hat dir immer wehgetan. Die Eltern haben sich geschieden, der Vater war, wer weiß, die Schwestern sind gekommen, die Brüder. Aber irgendwas über sich selbst zu wissen, ohne sich krank zu fühlen. Das heißt, wie geht's mir? Wie schaue ich aus? Was? Ich bin selbst ein Grund für die Wissenschaft. Und also das ist auch interessant, wenn man sich selbst kennenlernen will, ohne dass man neurotisch ist. Wir sind ja alle ein bisschen. Ja, ja, ja. Gott sei Dank. Mhm. Topsi, ich möchte noch mal zurückkommen zum Feminismus. In Ihrem Buch gibt es auch ein Kapitel Feminismus. Worum geht es da? Um die Selbstbestätigung. Für mich, nicht für die anderen Frauen. Jede Frau weiß immer, meine Tochter hat immer recht. Alle Frauen haben immer recht. Also für sich selber. Und ich habe mir angewöhnt, unangenehme Dinge wegzulachen. Und wenn ich dann lache, komme ich drauf, du hast recht. Was sind denn Ihre Zukunftspläne? Ja, jetzt bin ich ja im Einsatz. Mhm. Deutschland kommt dran jetzt mit Lesen. Mhm. Schweiz. Ja. Sorgt meine Tochter dafür. In der Familie geht es leichter. Und ja. Und Erikas Zukunftspläne? Aber wir wissen, das Lachen macht dich gesund. Ja. Eric Kandel hat den Nobelpreis gekriegt für diese Wissenschaftliche, Chemie, die er erfunden hat. Ja. Dass etwas passiert in deinem Kopf, wenn du glücklich wirst. Mhm. Wirst du gescheit und wirst du gesund. Zahlt sich aus, glücklich zu sein. Man ist stärker, wenn man es lacht. Es macht dich gesund, das macht dich mehr gescheit. Mari. Und es ist schon auch sehr befreiend, mal in den Wald schreien zu gehen. Mhm. Das ist mir gerade jetzt auch eingefallen. Also nicht nur lachen, sondern ich finde auch schreien. Und da komme ich ja dann auch wieder ein bisschen zu den Geschlechterstereotypen, weil ja Frauen oft gesagt wird, ach, lächel doch mal ein bisschen. Mhm. Ja. Also das Lachen und das Fröhlichsein wird ja gern Frauen umgehängt. Auch ein bisschen, um sich nicht auseinandersetzen zu müssen. Und die Männer dürfen laut sein und schreien. Das würde ich mir jetzt nicht nehmen lassen wollen. Nicht nur lachen, aber Lachen ist nicht nur Medizin. Lachen ist eine Art Medizin. Ja, da sagt das man ja, Lachen ist die beste Medizin. Alles Gute. Liebe Erika Freeman, vielen Dank für deine Zeit, dass du es geschafft hast, herzukommen. Das hat mich so gefreut. Ja, mich erst. Topsi Küppers, weiterhin auch alles, alles Gute mit Ihrer Lesereise und sonstigen Plänen. Petra, Mari, Nora, Tina, viel gelernt heute, wir zwei, gell? Ganz viel. Soll alles hundertfach auf Sie zurück.
Yes. Es war sehr spannend. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Sendung. Vor allem, wie gesagt, weil ich schon so neugierig war, wie ihr da miteinander und was ihr so erzählen werdet. Weil ich ja das ganze Wochenende mit euch verbracht habe. Du weißt, du bist ja ansteckend. Ja. Was? Ja. Wenn ich klein war, habe ich Scharlach bekommen. Meine Mutti sagt, das Mädchen hat es gehabt und sie. Ja. Das heißt, sie hat was, ich kriege es auch. Ja. Seit damals mag ich schöne, intelligente Frauen. Ansteckend. Ihr seid für mich alle wunderschön, wunderbar, super intelligent. Und ihr habt heute gezeigt, man braucht, wenn man mutig sein will, einfach nur den Mut zur Veränderung, die Pfade zu gehen, die man sich so vorgenommen hat und einfach tun, gar nicht viel überlegen. Und ich glaube, das können wir Frauen genauso gut wie die Männer. Ja? Also Mut oder also Mut ist nicht nur weiblich, ist auch männlich, aber meine Gäste heute haben bewiesen, dass sie sehr mutig sind. Und nächste Woche bitte, ganz wichtig, ich möchte Sie jetzt schon darauf hinweisen, starten die Barbara Kalisch Show Classics mit wirklich den bewegendsten, den spannendsten, den lustigsten Momenten. Sie werden Augen machen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und ich glaube auch, dass Sie viele, viele interessante Persönlichkeiten da finden werden. Danke fürs Zuschauen. Servus.